Herzlich willkommen zu einem neuen Video über Destiny. In dem heutigen Video reden wir über die letzte Fraktion, die uns noch übrig geblieben ist. Die neue Monarchie und der Kriegskult der Zukunft haben schon ein extra Video bekommen. Ich werde sie euch am Ende dieses Videos verlinken. Doch nun reden wir über den Totenorbit. Die Mitglieder dieser Fraktion möchten von der Erde verschwinden, bevor die Dunkelheit wieder zurückkommt. Sie haben den Reisenden aufgegeben und absolut kein Vertrauen, dass die Hüter einen weiteren Angriff der Dunkelheit abwehren können. Genau dieser Ansicht ist auch der Vertreter des Totenorbits, der im Turm steht. Sein Name ist Jalal. Im Totenorbit werden die Personen, die die Fraktion repräsentieren, Arach genannt. Das ist später im Video wichtig. Jalal hat eine abweisende Meinung zu den anderen Fraktionen der Stadt. Er ist überzeugt, dass die Bewohner unserer Welt die Erde verlassen müssen, um irgendwo in den Sternen eine andere Heimat zu finden und aufzubauen. Es gibt für den Totenorbit keine alternative Möglichkeit, als von dem Turm und der Stadt unter den Reisenden zu flüchten. Die Mitglieder dieser Fraktion haben auf unserem Planeten nur noch ein Ziel. Sie möchten alte Ruinen und Tempel erforschen, um genügend Technologie aus dem goldenen Zeitalter zu finden, damit sie von hier entkommen können und eine neue Heimatwelt finden. Natürlich ist es ihnen auch wichtig, neue Hüter zu rekrutieren, um für zukünftige Bedrohungen in einer neuen Welt besser gewappnet zu sein. Diese Fraktion hat den Glauben an den Reisenden verloren. Jalal spricht zu seinen Mitgliedern. Mit dem letzten Atemzug gab uns der Reisende Hoffnung, indem er uns die Kraft des Lichtes schenkte. Wir dürfen diese Hoffnung nicht auf einen sterbenden Planeten verwelken lassen. Unser Schicksal ist nicht versiegelt. Mit dem richtigen Willen und genügend Kraft kann es umgeschrieben werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mehrheit der Hüter sich den Totenorbit angeschlossen hat. Aber um einen kleinen Überblick zu bekommen, welche Fraktion meine Community unterstützt, würde ich euch bitten, mal in die Kommentare zu schreiben, für wen ihr eure Treue geschworen habt. Oder noch besser, wie hoch euer Level bei den jeweiligen Fraktionen ist. In den Grimmer-Karten Geistfragment Toter Orbit wird eine Geschichte erzählt. Ein Mitglied des Toten Orbits entdeckt eine kleine Station in einer unbekannten Umlaufbahn. Es schien, dass sie aus dem goldenen Zeitalter stammt. Ein Arach, der letzte Überlebende einer Crew, der mit einem Schiff der Sophia unterwegs war, findet einen Geist auf einen Ort, der zuvor noch keinen Namen hat. Der Arach gibt ihm den Namen A113. In den Aufzeichnungen kann man das Gespräch mit dem Geist nachlesen. Ich denke, wir hätten es den Turm mitteilen sollen. Doch das taten wir nicht. Ich tat es nicht. Es war meine Entscheidung. Wir wollten es für uns selbst, was auch immer es war. Wenn wir es den Turm gesagt hätten, hätten die vielleicht einen anderen Hüter geschickt, der nicht aus unserer Fraktion stammt. Als wir ankamen, sahen sie uns sofort. Ein Wachtenschiff hatte uns im Auge, nur wenige Kilometer entfernt. Dieses Schiff hätte uns gleich ausschalten können. Aber stattdessen hatten sie unsere Motoren und Kommunikationssysteme lahmgelegt und dann tagelang wie eine Katze mit uns gespielt. Wir mussten das Schiff verlassen. Ich weiß nicht, für was das hier gebaut wurde. Das sind diese Dinger. Wie Schlüssellöcher schauen die aus. Tausende von Kilometern lang. Hier gibt es viele Ressourcen, aber diese werden den Weg nach Hause nie finden. Nichts davon außer dir, kleiner Geist. Geh nach Hause. Sag ihnen, A113 muss aus den Aufzeichnungen gestrichen werden. Sag ihnen, sie müssen unsere ganze Crew vergessen und auch unsere Mission. Aufzeichnung Ende. Über den Toten Orbit Infos zu finden ist ziemlich schwer. Es gibt nicht viele davon. Wenn ihr etwas wisst, was ich in diesem Video nicht erwähnt habe, dann schreibt das unbedingt in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back.